Wegen der plötzlichen Evakuierung von Downtown San Francisco befürchten die ansässigen Händler Plünderung. Tanner! Hey Mann, wie ich mich freue, dass du wieder... Oh, schalt den verdammten Fernseher aus, bevor ich ihn ausschieße. Dass du wieder wach bist. Die Evakuierung. Hey, zurück ins Bett, mein Guter. Ich brauche ein Auto. Du brauchst eine Hose. Und wegen dem Auto muss ich dir was sagen. Gib mir deine Hose. Wie bitte? Verdammt, Jones, ich muss sofort los. Ich muss sofort nach Downtown. Du musst im Bett bleiben. Komm, du hast viel durchgemacht. Das macht doch alles keinen Sinn. Ich bin doch nicht verrückt. Also ich weiß, wie das klingt, aber ich bin klar im Kopf. Komm, vertrau mir. Du vertraust mir doch, oder? Meistens schon, ja. Es gibt keine Bombe. Was redest du denn da? Das ist eine Ablenkung. Jericho spielt ein anderes Spiel. Los, du musst mir vertrauen. Ich weiß, was da abgeht. Gut. Aber eine Hose musst du dir schon selbst klauen, klar? Danke. Hätte dir sowieso nicht gepasst. Oh, geil. Ein Camaro. Willkommen zurück, John. Ja, willkommen zurück. Okay, John. Der Plan wird jedenfalls nicht besser. Die Behörden haben erneut alle Bürger in Downtown aufgefordert, das Gebiet unverzüglich und auf jede erdenkliche Weise zu evakuieren und Ruhe zu bewahren. Noch gibt es nur wenige Details. Bekannt ist, dass eine möglicherweise sehr große chemische Waffe, ich zitiere hier eine Quelle aus dem Polizeiapparat, in der Stadt detonieren könnte. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der entflohene Sträfling Charles Jericho eine Warnung ausgesprochen hat, doch bisher hat er keine Forderungen gestellt. Wir erhalten gerade die Meldung, dass Bombenräumkommandos abgezogen werden. Der gesamte Bereich wird evakuiert. Es wird passieren. Ich sehe eine große Gaswolke. Ach, du Scheiße. Hör auf die Gebäude. Sie bewegt sich schnell. Wir müssen weg. Eine große Gaswolke kommt die Straße runter. Rennt, los! Rauschen? What the fuck? Das Radio ist tot. Warum sollte Giftgas das Radio blockieren? Okay, wir leben noch. Es ist nicht Cyanidgas. Ein verdammter Rauchvorhang. Warum nur? Oh, Vorsicht, John! Downtown? Was zum Teufel will Jericho in Downtown? Häftlinge? Ein Ausbruch? Er ist bei dem gottverdammten Gefängnis! Ah ja, genau! Da ging's ihm drum! Er will die ganzen Häftlinge befreien. Hab dich, du Schweinehund! Nicht übel. Bis die Bullen diese Scheiße durchschaut haben, wirst du gemütlich am Strand liegen. Und die jagen 200 Psychos durch das ganze Land. Und was machst du? Ich verschleuder 30 Millionen von deinem schwer verdienten Geld. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Mein chronischer Darmpilz. Ich geb dir gleich chronischer Darmpilz. Hau doch ab, du Arschloch! John, melde dich! Du hattest recht mit der Bombe. Das war nur ein Cover für einen Ausbruch. Verstärkung ist unterwegs. Wie ist deine Position, John? Nichts Neues, Partner. Ich bin in Verfolgung. Soma, Richtung Süden. Jones? Jones! Das Radio ist leider tot. Ja, die Wirklichkeit hat auch Nachteile. Ja, jetzt habe ich versucht zu shiften und jetzt kam der Spruch von ihm. Bis zum Henker! Wow. Es ist schön, wieder da zu sein. Okay, verstehe. Also man muss ihm einfach nur hinterherfahren. Er kriegt schon automatisch Schaden. Einfach nur ganz normal hinter ihm herfahren.
Aber ich muss sagen, auch wenn es jetzt gegen Schluss etwas anstrengend wurde, es hat dennoch Spaß gemacht, das Spiel wieder auszugraben. Nicht allzu viel Scheiße bauen, beziehungsweise ich versuche ihn mal zu rammen. Gucken, ob das was bringt. Hast du das gespürt? Gib auf, Jericho! Hoffentlich bringt Jones mich deswegen nicht um. Tut weh, oder nicht? Mit Gefühl, John. Verstehst doch endlich, Jericho! Gib auf! So ein Chevrolet Camaro, so ein neuer, wäre natürlich auch eine Alternative. Wobei die, glaube ich, auch ein Genuss. Auch wenn man den nur als Sechszylinder holt, trotzdem relativ viel Sprit schluckt. Wow, Jones bringt mich um. Das überlebt die Karre doch nie. Hätte sie im Normalfall nicht überlebt. Aber ich krieg ihn platt. Er hat jetzt gut und gerne die Hälfte an Schaden und ich hab noch kaum was. Da! John Tanner, komm! Die Notfalldienste lassen niemanden in die Gaswolke. Ich bin alleine, Partner. Auf dem Weg da rein. Wo bist du? Jones, ich verfolge immer noch. Jericho fährt Richtung Hunter's Point. Sieht nach den Docks aus. Hab verstanden, Hunter's Point. Nach den Regeln, John. Das werden komm, wir sehen. Komm, 5, 4, 3, komm, geh. Okay, haben wir Glück gehabt. Es leckt mich doch am Besen, ey. Mann, die echte Welt muss mich vermisst haben. Kaum. Zum Glück waren es nur Autos in deinem Kopf, die du zerdeppert hast. Das hätte nämlich wirklich extrem viel gekostet. Wo willst du dich jetzt verkriechen, Jericho? Mann, ich bin voll durch den Wind. Aber fahren kannst du noch. Jericho erledigen. Ja, mache ich ja. Ich versuch's zumindest mal. Aber Ich glaube, der fährt jetzt nur im Kreis. Dann bleibt ja eigentlich nichts anderes mehr übrig. Da eigentlich rundrum um die Docks jetzt alles dicht ist. Okay, man sollte ihm doch einfach nur hinterherfahren. Alter! Zentrale kommen. Wagen 4030 fordert Unterstützung am alten Lagerhaus. Hunter's Point. Wow. Jones, ich hatte alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Du wolltest gerade meine Karre schrotten. Können wir jetzt bitte endlich was trinken gehen, Tanner? An alle Einheiten. Verdächtiges Fahrzeug fährt schnell Richtung Marin Ridge. Zentrale hier, Wagen 4030. Wir übernehmen. Bist du dir da ganz sicher, John? Was? Klar bin ich sicher. Und sein Wagen existiert doch noch.
Ich sag ja nur, du hast die Kiste gerade erst reparieren lassen und... Jones, das wieder. Okay, gut, mach was du willst, aber ich gehe sofort in die Notfallstellung. Hey, Füße darunter. Ich geb meinem Hintern einen Abschiedskuss. Halt die Klappe. Okay, war's das? Ja, scheint so. Ja, das war also Driver San Francisco oder auch Driver 5. Ja, Fazit zum Spiel. Richtig geil gemacht, muss ich zugeben. Oh, Challenger alt gegen Challenger neu. Das kann was werden. Naja, auf jeden Fall. Finde ich echt geil gemacht, dass die das hier so aufgebaut haben, dass man wirklich, ich glaube, das ist sogar 1000%ig jeder einzelne Quadratkilometer 100%ig San Francisco, wo man hier rumfährt. Also so wie man hier rumfährt, fährt man auch, glaube ich, im richtigen San Francisco rum. Das finde ich, haben sie richtig gut gelöst. Klar, natürlich das mit dem Schiff im Allgemeinen, das ist natürlich recht unrealistisch und so weiter. Und, aber das habe ich ja schon mal gesagt, so ein Spiel beruht, muss nicht wirklich auf Realismus beruhen, damit es Spaß macht und das, was LPen kann oder muss oder soll oder... Ich meine, gut, man soll ein Spiel sowieso nicht LPen müssen. Hat das überhaupt Sinn gemacht? Naja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Es hat jetzt gegen Schluss doch ziemlich stark angezogen, muss ich zugeben. Aha, jetzt kommt das richtige Intro. Outro. Ja. Allzu viel kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich fand's richtig gut. Andere Spiele werden dann folgen. Und ja, noch ganz kurz, was ich auch schon danach sagen wollte, als Senna zum ersten Mal kurz aufgewacht war. Dieses Shiften, beziehungsweise da wurde halt eben jetzt so auf darauf bestanden, nach dem Motto, ihr Auge auf die Stadt. Man kann ja sagen, das Shiften war so ein bisschen das Auge auf die Stadt. Und, ist schon nicht schlecht, ne? Gut, ja. Ich hoffe, euch hat das LP gefallen. So wie es mir doch zum Großteil gefallen hat. Wie man auch teilweise gemerkt hat. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen da. Ob Daumen hoch oder runter, ist mir eigentlich egal. Wobei, mir wird ein Daumen hoch eher gefallen. Und, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Signing off. Ciao, ciao.
say it's the same song. Spinning in the same skies. Say it's the same star.